kein Koordinatensystem ohne Achsenbeschriftung. Aber wie beschrifte ich in Diagrammen die Achsen richtig? Ganz einfach. Im Grunde genommen steht an jeder Teilung einer Achse eine Größengleichung, die einer beliebigen physikalischen Größe, einen Zahlenwert und deren Einheit zuweist. Eine Achsenteilung kann also beispielsweise für eine Kraft mit einem Wert von einem Kilonewton stehen. Im Schriftsatz von Formeln werden physikalische Größen übrigens grundsätzlich kursiv gesetzt, Zahlenwerte und Einheiten dagegen aufrechtstehend. Um das Formelzeichen einer Größe nicht an jeder Teilung wiederholen zu müssen, schreibt man es gemäß DIN 461 bei Abszissen unter die Pfeilspitze und bei Ordinaten links neben die Pfeilspitze. Ich kann sogar einen Schritt weitergehen und an den Achsen nur die Zahlenwerte angeben. Vorausgesetzt natürlich, alle Zahlenangaben haben denselben Vorsatz der Maßeinheit, also wie hier den Vorsatz Kilo, der für das Tausendfache steht. Dazu muss ich nur die Größengleichung umstellen, indem ich durch die Einheit teile. Um die mathematische Operation der Division auszudrücken, kann ich entweder einen waagerechten Bruchstrich oder, damit ich einzeilig schreiben kann, einen Schrägstrich verwenden. Logisch. Stattdessen darf ich die Einheit auch mit dem Wort in an die Größe anschließen. Das eignet sich natürlich vor allem, wenn ich den Namen der Größe ausschreibe, wie in der Angabe Lufttemperatur in Grad Celsius. International verständlicher ist natürlich eine Beschriftung mit dem Quotienten aus Formelzeichen und Einheit der Größe. Eine Schreibweise ist jedoch falsch. Man sieht sie manchmal sogar in Lehrbüchern, das macht sie aber nicht richtiger. Und zwar darf man die Einheit der Größe nie in eckigen Klammern nachstellen. Da würde man eine Multiplikation und keine Division zwischen Größe und Einheit vermuten. Das ist arithmetisch falsch. Außerdem widerspricht es der internationalen Normung. Denn laut ISO 80.000 Teil 1 sind eckige Klammern zwar Zeichen für die Einheit einer Formelgröße und geschwungene Klammern Zeichen für den Zahlenwert, aber aufgepasst, in den Klammern steht das Formelzeichen, nicht die Einheit oder der Zahlenwert. Klar? Diese Schreibweise sieht kompliziert aus, ist sie aber nicht, wenn wir, wie ganz am Anfang dieses Videos, als Beispiel die Kraft betrachten. In dieser Größengleichung können wir für den Zahlenwert der Kraft, angegeben durch das Formelzeichen F in geschwungenen Klammern, den Zahlenwert beispielsweise 1 einsetzen und für die Einheit, angegeben durch das Formelzeichen F in eckigen Klammern, die Einheit Kilonewton. Kurz gefasst, Einheiten immer als Divisor eines Quotienten und niemals in eckigen Klammern angeben. Wenn du in diesem Video etwas dazugelernt hast, mehr über Formelschreibweise und Formelsatz erfahren möchtest, schau dir auch die übrigen Videos in der Playlist an.